Ich bin einfach doof, weil ich scheiße bin. Es hat keinen Sinn. Ich bin einfach doof. Nun gut, in dieser Saison, wie ihr wisst, bleibe ich ja eh irgendwie nicht länger als 2 Wochen an einem Ort, also musste ja dieser Anruf kommen. Noch ein Hotelwechsel, kein Problem, zurück in die Makati Bay. Yippie, diesmal nicht ins Makati Oasis, sondern ins, in Makati Club. Wir haben mal den Mann auf der Straße gefragt, wie er das findet. Film ab. You have something to say? Yes. Makati Bay am Arsch. Und da sind wir auch wieder zurück im Studio. Vielen Dank für diesen hilfreichen Kommentar. So, Tui, als wäre es nicht schon stressig genug, hier wochenlang rum zu telefonieren, dass meine Freundin im Standby-Flug hier hinkommt. Habe ich dann nach 10 Terminen, hat es dann endlich geklappt. Super, da war sie 2 Tage im Caribbean. Und dann kommt der Anruf, hey, geh doch mal rüber, weil im anderen Hotel hat ein Animateur was mit einem Gast angefangen. Wir erinnern uns. Das war doch der Grund, warum ich ins Caribbean gekommen bin, weil ein Animateur was mit einem Gast hatte. Man weiß es auch nicht. Wie ihr wisst, ich bin immer sehr brav mit sowas. Und, tja, meine Freundin war jetzt hier. Tanja Werkmeister, aka Locke, aka Taco Tanja. Ach, sie ist gerade weggeflogen gestern. Schade, schade um die Marmelade. Noch 3 Wochen muss ich absitzen. Ich bin jetzt schon eine Woche hier in dem Hotel. Ah, es wäre ja langweilig, wenn ich jetzt alle 2 Wochen nur das Hotel wechsle und alles, ne? Das wäre ja total, das wäre ja schwachsinnig, ne? Nein, es sind ja immer ein paar Wechsel auf einmal. Deswegen heiße ich jetzt nicht mehr Ruby. Ich heiße auch nicht mehr Robert, wie sie im Oasis gesagt haben. Ich heiße auch nicht mehr Markus, wie ich im Caribbean die meiste Zeit hieß. Nein, ich habe einen brandneuen Namen bekommen, und zwar Fabrizio. Denn im TUI-Vertrag, wenn ihr unterschreibt, dann heißt es ja, ihr seid weltweit flexibel einsetzbar. Und zusätzlich, das steht im Kleingedruckten, ist euer Name weltweit umänderbar. Und das ist bei TUI so. Aufruf an TUI, sollte ich ein Feedback bekommen von den 1000 Hotels, in denen ich gearbeitet habe, sollte mich irgendjemand kennen, nach 1 oder 2 Wochen und mir ein Feedback geben müssen, wie auch immer. Ich habe den Satzbau jetzt nicht perfekt beenden können, tun. Auf jeden Fall sollte ich ein Feedback bekommen, also dann Flexibilität, dann müsst ihr euch das einfallen lassen. Ich glaube, Höchstpunktzahl ist noch zu wenig. Ich wechsle hier alle 2 Wochen irgendwie die Gegend oder bin zu Hause oder im anderen Hotel oder im anderen Team. Ist viel zu viel für meinen Kopf, aber ist ja kein Problem. Denn ich bin, wie die Kinder mich jetzt nennen, ich bin ja jetzt Kinderanimation. Ich bin hier im Hotel bekannt als Robi der Superheld. Ich kann alles. Ich kann alles, ich weiß alles, ich kann vor allem alles malen. Gruß an Tanja. So, und noch eine schöne Grüße wollte ich sagen an Herrn Martin Anlauf. Ich habe eine Überraschung für Sie, kleinen Moment. Denn weil die Nahrungszufuhr ja wieder hier einigermaßen läuft, zwar nicht perfekt, aber einigermaßen, feiere ich momentan meine Tiger Kebab Chips Reloaded Party. Bring ich den Tütchen mit, würde ich sagen, ne? Hatten wir ja verabredet letztes Mal. Sehr viele Gerüchte werden hier umstreut von TUI und von mir. Also meine TUI-Tology-Theorie ist, dass Hannover, die Zentrale in Hannover, die gucken mein Videotagebuch und das ist denen viel zu langweilig, deswegen interferieren die damit und erfinden sich irgendwelche Sachen, dass ich wechseln muss, damit das viel spannender wird. Und dann wollen die sehen, ob ich auch das realistisch wiedergebe im Tagebuch. Das ist meine TUI-Tology-Theorie, Triple T.
Ja, und andere Theorien, die hier umherschweifen sind, weil ich ja alle zwei Wochen wechsle und jetzt aber hier 4 Wochen in einem Hotel wäre, von dem ich ja schon eine Woche abgearbeitet habe, dass in einer Woche ich wechseln würde. Und die Theorie ist, dass in einer Woche irgendwas passiert, was keiner voraussehen kann, weil es ja immer sehr spontan, und dann fahre ich einfach mal nach Master Alam in den TUI schönen Ferienclub, weil dann hätte ich alle TUI schönen Ferienclubs und alle 1-2-3-Clubs von Ägypten abklabastert. Das wäre doch der Hammer, oder? Fehlt nur noch Zanzibar und tschitsching. Aber für Zanzibar bin ich zu hübsch. Da verlieben sich dann die ganzen Gäste und so, und das passt nicht ins Konzept, wenn die sich alle nicht verlieben. Von daher, aber sonst wäre ich in allen Hotels gewesen. So, das war's trotzdem von mir diese Woche. Ciao, ciao, Kakao. Fabrizio aka Markus aka Robi aka der Typ mit der Glatze aka Super Robi verabschiedet sich und sagt ciao, ciao, Kakao. Bis spätestens in 3 Wochen, aber ich schätze, da kommen noch 2-3 Tagebücher. Und dann ist endlich finito. Alter, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich habe zu viel Sand inhaliert hier in der Wüste. Ich freue mich auf zu Hause. Haut rein, ciao. Ich bin einfach doof, weil ich scheiße bin. Es hat keinen Sinn. Ich bin einfach doof.